wolltest du eigentlich heute reden, nachdem du letztens die Kabel zerstören wolltest? Lass uns Wasser trinken und deinen Tee, bevor es kalt wird. Und die Ideen werden schon kommen. Wenn es sein muss. Aber wie bist du auf so ein Thema überhaupt gekommen? Vom letzten Video? Ja. Wir wollten betagte Hirne in Bewegung setzen. Aber du hast mehr als Gehirne bewegt, um ehrlich zu sein. Ja, um ehrlich zu sein, war es auch eine Art Prüfung, besonders für die Muslime, um klarzustellen, wer den Kern der islamischen Botschaft verstanden hat und wer überhaupt diesen Kern erkannt hat. Und leider mussten wir feststellen, dass ca. 90% der Muslime, Gemeinden, Gelehrten, Verbände und all die schönen Titel, die versuchen im Namen der Religion ihre bessere Sichtweise zu geben, dass sie nur an der Oberfläche kratzen. Aber leider. Hey, also langsam übertreibst du wirklich. Übertreiben. Woher kommst du mit so einem Prozentzahl? 90%? Meinst du zu viel? Natürlich. Naja, wir wollen jetzt nicht detaillierte Erklärungen dafür geben. Wir haben im letzten Video ja einen Maßstab gegeben und jeder kann diesen Maßstab anwenden für sich oder um die Worte der anderen zu messen. Wir hören nach jedem Anschlag viele Worte, viele Pressemitteilungen, viele Meinungen hören. Und wenn es um Handlungen geht, dann bleibt die Frage der Gesellschaft, der Mitmenschen offen. Viele Terrorangriffe gab es in den letzten Jahren. Und viele haben schöne Worte, schöne Meinungen verfasst und veröffentlicht. Jedoch, wenn es um Handeln geht, dann vermissen wir jede klare Handlung dagegen. Gleichzeitig erinnerst du dich noch an die Karikaturen gegenüber dem Islam, ja, oder den Propheten? Ja. Wie viele sind da auf die Straßen gegangen? Alle fast. Fast in jeder Stadt? Ja. Und in den meisten Ländern? Und in einigen Ländern sogar sind Opfer gefallen. Und hier siehst du ganz klar, was für die meisten Muslime wertvoller ist. Symbole oder den Wert des Menschen. Und das Beispiel im letzten Video war klar, was die Religion eigentlich für Werte gibt. Und wenn ich an uns oder unsere Gruppe als eigenes Beispiel nehme, dann immer wenn wir gegen das Radikale gestanden sind, gegen Extremismus, gegen Salafismus, Wahhabismus und allgemein gegen Terrorismus, dann bekamen wir von den Muslimen, Verbände, Gemeinden, Gelehrten und so weiter und so fort, als Antwort: Wie könnt ihr gegen Muslime demonstrieren, als ob Terroristen für sie Muslime wären? Und ich glaube, langsam kommen wir zum Thema des Videos. Habe ich dir nicht gesagt, mit dem Tee kommt die Idee? Ja. Naja, um ehrlich zu sein, war das Beispiel auch etwas krass. Ich meine, wir haben zwei Extreme gegenübergestellt in einem Beispiel. Zum einen die Kaaba, das Haus Gottes, das heiligste Symbol für Muslime schlechthin. Und zum anderen den Wert des Menschen, das Unantastbare. Und diese Extreme in einem Beispiel gegenüberzustellen und dabei zu zeigen, was den höheren Wert hat, ist einzigartig. Und nicht jeder kann es verstehen, nicht jeder will es verstehen. Und die Diskussion hast du doch mitbekommen, bei uns sogar, unsere eigenen Mitglieder. Ja. Sie wollten es nicht wahrhaben, alleine auf den Gedanken zu kommen, die Kaaba zu zerstören. Und deren Argument war: Warum die Kaaba, das Haus Gottes? Es gibt doch nur einmal auf der Welt. Als ob sie in anderen Worten sagen würden: Wir haben doch über 7 Milliarden Menschen. Wenn einer oder zwei von denen fallen, die bleiben doch unbemerkt. Merkt ihr, wo der Fehler ist? Welchen Wert hat der Mensch hier in diesem Gedankengang? Aber du redest schon die ganze Zeit vom Wert des Menschen. Was meinst du eigentlich damit? Du hast das bis jetzt immer noch nicht klargestellt. Genau. Und darüber wollen wir jetzt sprechen. Und zwar, seit Jahren hören wir die Frage der Gesellschaft, der Medien, der Mitmenschen:
Was ist überhaupt der Unterschied zwischen den Radikalen, den Terroristen, der im Namen Gottes, im Namen des Islams Menschen umbringt, Menschen enthauptet, Kinder versklavt, Frauen missbraucht, Länder zerstört? Was ist der Unterschied zwischen denen und den normalen Muslimen, der der Gesellschaft zeigen versucht, dass Islam Liebe ist und alles andere als Gewalt? Und die Frage bleibt leider und blieb offen. Oder hast du eine Antwort darauf? Ich kann dir nur eine Antwort geben, was immer von den Prediger, Gelehrten, Sprecher oder was du angesprochen hast, die Dachverbände kommen. Ja. Ja, dass Terror nichts mit dem Islam zu tun hat. Ach, hör mir auf, bitte. Ich wundere mich jedes Mal, wie man derartige inkompetente und oberflächliche Antworten, verantwortungslose Antworten geben kann. Entweder man hat den Mut und die Überzeugung, klare Antworten zu geben und Handlungen auch, oder man lässt es. Ja? Man spart sich derartige oberflächliche Antworten. Und heute wollen wir eine Antwort, eine klare Antwort geben, was der wichtige Faktor ist, der zwischen den Radikalen und den normalen Muslimen, beziehungsweise den Terroristen und den normalen Muslimen unterscheidet. Jeder freidenkende Mensch ist sicherlich bewusst, dass Religionen dafür da sind, um einen Rahmen für ein gesundes, menschliches und friedliches Miteinanderleben zu schaffen. Und die Religionen legen dafür Werte fest, Gesetze, Pflichten und Aufgaben. Solange wir uns nicht an diese Werte festhalten, bringen uns alle nebensächlichen Dinge nicht. Und eins der wichtigen Werte ist hierbei der Wert des Menschen. Deine Frage war schön. Wir haben im letzten Video gesprochen, dass zum Beispiel der Wert des Menschen im Koran, anhand eines Beispieles, wer eine unschuldige Seele umbringt, ist so, als ob er die gesamte Menschheit umgebracht hat. Ja. Das Beispiel mit der Zerstörung der Kaaba. Und eine wunderschöne Überlieferung des Nachfolgers des Propheten Ali besagt sinngemäß: Gott hat für eure Seelen das Paradies als Wert bestimmt. So verkauft eure Seelen nicht unter diesem Wert. Krass. Also ich wurde geboren, bin als Säugling bzw. Kind aufgewachsen. Ja, ja. Die ganzen Jahre, die Tage. Und eigentlich war mir schon als Kind das Paradies sicher. Ich bin jetzt 20 Jahre alt und habe noch nie von sowas gehört. Leider ist das eine der vielen Informationen, die uns vorbehalten werden. Aber zum Glück haben wir den freien Verstand und das macht uns aus. Wenn wir aber an diesem Menschenwert etwas rumspielen, dann bringen wir das gesamte System ins Schwanken. Wenn der Gelehrte in der Moschee um die Ecke predigt und sagt, jeder, der nicht meiner Denkrichtung folgt, ist irregeführt. Wenn die Gemeinde die Meinung vertritt, jeder, der nicht meiner Richtung folgt, ist irregeleitet. Und wenn wir Lehren und Rechtsschulen zulassen, wie Wahhabismus und Salafismus, die der Überzeugung sind, jeder, der nicht meiner Überzeugung ist, ist nicht lebenswürdig. Vielmehr, wenn ich Menschen anderer Überzeugungen umbringe, habe ich das Paradies sicher. Welchen Wert haben wir den Menschen in dieses Wirrwarr zugeordnet? Wir sehen, dass zum einen der Radikale, der Terrorist im Namen Gottes Menschen umbringt, aber er steht vor Gott im Gebet und der normale Mensch auch. Der Terrorist weint sogar auch mehr als der normale Mensch vor Gottes Furcht. Er kennt den Koran auswendig mehr als die meisten Muslime. Dennoch ist er bereit in der Lage, Menschen umzubringen im Namen Gottes und er sieht in seinem Terror Gottes Nähe. Und wir sehen den anderen, der Opportunist,
der im Namen der Religion seine Selbstverwirklichung erreichen will. Und als dritte Gruppe den normalen Muslim, der sozusagen die Masse widerspiegelt, der hin und her geschleudert wird. Der Radikale, wie gesagt, ist bereit, für seine selbst erschaffenen Werte umzubringen. Der Opportunist geht mit jedem, der seine Selbstverwirklichung am besten verwirklicht. Wenn er ein lukratives Angebot bekommt, wie zum Beispiel der bessere Finanzierer oder die größte Anzahl an Mitgliedern, der folgt diesem Weg. Aber was uns betrifft, was wir behandeln wollen, als Lösung geben wollen, was uns interessiert, ist die Masse. Diejenigen, die hin und her geschleudert werden von dem Radikalen und von den Opportunisten. Was wird mit denen gemacht? Die haben zumeist keine Basis. Und das ist auch gewollt von den führenden oder sogenannten führenden Personen. Erinnerst du dich noch an den Moment, als ich dir sagte, gib mir Wasser? Vielleicht hast du es nicht beachtet. Aber wenn ich dich nochmal daran erinnere, als du Wasser reingeschüttet hast, am Anfang begann der Becher zu schwanken. Erinnerst du dich? Mhm. Und je mehr du reingeschüttet hast, desto fester es war oder es geworden ist. Und das Schwanken hörte auf. Aber wie meinst du das jetzt mit deinem Beispiel? Genau so geht es der Masse. Wir haben gesagt, zumeist haben die keine feste oder klare Basis. Wenn sie eine Information als Input bekommen, kommen sie ins Schwanken. Und sie sind sich nicht sicher, welche Richtung sollen sie gehen, wie sollen sie sich orientieren. Und in diesem Moment gewinnt derjenige, der am schnellsten und stärksten überzeugen kann, der am meisten Input führt, sei es der Opportunist oder der Radikale und andere Gruppen. Und wir sehen das am Beispiel der Gesellschaft. Wir sehen zum Beispiel, viele Menschen lassen sich verblenden durch die Lease-Projekte zum Beispiel, und sie sagen, was machen sie denn Schlimmes? Sie verteilen doch Korane, ignorieren alles, was dahinter ist. Bis jetzt die bekannte Zahl, mehr als 700 IS-Rekruten aus Deutschland. Die bekannte Zahl, die unbekannte Zahl ist viel größer. Natürlich. Warum? Die verteilen doch Korane. Und wir sehen viel schlimmer, was im Namen bestimmter Dachverbände, Gemeinden und Rechtsschulen hier und her verbreitet und manipuliert wird. Das alles im Namen der Religion und auf Kosten. Welche Kosten? Den Wert des Menschen. Und das Beispiel des Opportunisten erkennen wir an dem Verhalten der Gemeinden und Dachverbände. Sie kontaktieren uns und sagen, ihr spricht die absolute Wahrheit. Wir können jedoch nicht mit euch sein, euch unterstützen. Im Sinne von, unsere Herzen sind mit euch, aber unser Handeln gegen euch. Das ist die höchste Form der Entmutigung. Eine Schande, leider. Dass man nicht den Mut hat, mit der Wahrheit zu sein. Auf welche Kosten? Eigene Ziele oder Selbstverwirklichung oder was? Was denkst du eigentlich die ganze Zeit da? Also das Paradies ist mir sicher. Ja. Auch die 72 Jungfrauen? Also die 72 Jungfrauen, das alles hast du verstanden von der ganzen Rede? Komm, das erkläre ich dir auf den Weg.